Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Pilzvideo. Wir nutzen diese wunderschöne sommerliche Stimmung und beschäftigen uns heute mit den besten und aber auch am einfachsten zu bestimmendsten Pilzen dieser Jahreszeit. Also den Zeitraum, den wir jetzt im Blick haben, ist Mai, Juni und Juli und wir schauen uns an, welche Pilze ja, uns jetzt bald erwarten, nachdem es ja doch ein bisschen kalt war. Ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Also meiner Meinung nach geht es jetzt bald los und wir widmen uns heute einzelnen Pilzarten, aber auch Pilzfamilien sowie auch den Verwechslungspartnern von allem, was wir uns anschauen und gehen jetzt durch die Top 5 der besten Sommerpilze. Unsere Liste mit den besten Sommerpilzen beginnt heute mit einer ganzen Familie, nicht mit einem Einzelpilz, und zwar mit den Täublingen. Die Täublinge sind eine der größten Pilzgattungen, die man überhaupt finden kann. Es gibt da über 700 verschiedene Arten, die eigentlich jeden möglichen Standort erobert haben. Also wir sind jetzt hier in einem Buchenwald, die sind meistens etwas niedriger gelegen und wärmebegünstigt. Und da haben wir dann im Juni schon die erste Vielfalt und die erste Täublingswelle, die auf uns hereinbricht, muss man sagen. Zu den Täublingen, wenn man so ein bisschen mit der älteren Generation und Pilzsammlern und Pilzsammlerinnen redet, dann waren das durchaus geschätzte Speisepilze früher. Die sind aber, wie ich finde, ein bisschen aus der Mode geraten, aber das zu Unrecht. Aufgrund ihrer Vielfalt sind sie eigentlich ein total unterschätzter Pilz, den man eigentlich bei fast jeder Suche mitnehmen kann. Wir kommen dann gleich noch zu den Arten, aber die Täublinge gehören ja zur Täublingsverwandtschaft, zu den Russalaceen, eine riesige Familie, zu denen auch die Milchlinge gehören, die eigentlich sehr einfach zu erkennen sind. Sie sind in Form und Erscheinung immer sehr ähnlich, sie sind nicht besonders groß und vorwiegend an ihrer Konsistenz zu erkennen. Sie zählen unter den Lamellenpilzen zu den Sprödblättlern, das heißt, sie sind bei den Lamellen und aber auch im Fleisch, also beim Stiel, sehr, sehr leicht brüchig. Beim Transport spätestens merkt man es dann und auch bei der Verarbeitung, sie brechen einfach sehr, sehr leicht auseinander, egal ob Täubling oder Milchling. Einzige Ausnahme sind hier die wunderbar farbenprächtigen Frauentäublinge, die auch zu den besten Pilzen unter den Täublingen zählen. Die haben oberflächlich eine sehr große Bandbreite von grünen Tönen bis ins Violette. Also ein sehr schöner und durchaus auch teilweise stattlicher Pilz, einer der größeren Täublinge, die man im Laubwald das ganze Jahr hindurch finden kann. Zur Lebensweise, die Täublinge sind alle Mykorrhizapilze, das heißt, sie leben in Verbindung mit den Baumwurzeln und übernehmen da auch eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem und sind von allen Pilzen, mit denen wir uns heute beschäftigen, mit Abstand die zahlreichsten und auch am einfachsten zum Finden. Zur Verwechslung, es gibt innerhalb der Täublinge durchaus leicht giftige Arten, nicht stark giftige, das muss man auch dazu sagen, aber die verraten sich durch ein ganz einfach zu überprüfendes Merkmal, die sind scharf. Der sogenannte Täublingstest wird so durchgeführt, dass man allerdings nur, wenn man einen Täubling sicher erkennen kann, dass man ein Stückchen abbricht, kaut und sobald das scharf wird, weiß man, dass das einer der ungenießbaren Täublinge ist. Alle anderen essbaren Täublinge sind mild und dann auch genießbar. Also dieser Test mit der Schärfe ist sehr, sehr einfach nachzuvollziehen, gerade bei den roten Arten, wo es ja Speise- und Speitäublinge gibt, die sehr schwierig durchaus für den Anfänger zu unterscheiden sind. Einfach ein Stück abbeißen, kauen, schauen, ob es scharf wird und dann wieder, wichtig, auch ausspucken, weil wie gesagt, die scharf sind, sind leicht giftig. Diesen Test aber wie gesagt nur durchführen, wenn man Täublinge kennt. Sie sind relativ leicht erkennbar, aber zum Beispiel der Knollenblätterpilz, der wird nicht scharf, der schmeckt angenehm und dann hat man schnell eine Vergiftung, also da muss man vorsichtig sein. Noch zu den Arten, der beste wahrscheinlich und auch ergiebigste von den Täublingen ist der grün gefelderte Täubling. Wir haben ihn gefunden letztes Jahr mitten auf einer Forststraße. Der hat einen dicken Stamm und wunderbar weißes Fleisch und eine schöne grüne Oberfläche, die so leichte Pünktchen hat, also auch eine gut zu erkennende Art. Aber eigentlich in jedem Wald, außer vielleicht in den Aulandschaften, gibt es Täublinge. Es gibt sie in Gelb, in Rot, in Dunkelrot, in Violett, dann mit roten Stämmen, in Grün, in Weiß. Also man hat eine Farbenvielfalt, die man in keiner anderen Pilzfamilie hat. Und viele davon sind einfach auch gute Speisepilze.
Sie sind ein bisschen abgetan als Mischpilze, aber seid da ein bisschen kreativ. Versucht auch die Geschmacksnoten, die sie ja wirklich haben, auch einzeln herauszulocken. Und dann habt ihr wirklich bei jeder Suche einen guten Teil an Täublingen, denen ihr mitnehmen könnt. Wir schauen jetzt aber weiter, was auf Platz 4 auf uns wartet. Ah ja. Naja gut, da strahlt uns auch schon Platz 4 auf unserer Liste an. Und zwar ist das der Schwefelporling, auch Eierporling genannt. Warum, sehen wir dann gleich auf der Unterseite. Im Englischen nennt man ihn Chicken of the Woods und da sind wir schon bei seinem Speisewert angelangt. Das ist ein Pilz, der wie viele Porlinge im Alter relativ zäh, hart zu kauen wird, aber im Jungen hat er ein saftiges und sehr weiches und auch gut schmeckendes Fleisch. Man spricht ja oft davon, dass Pilze als Fleischersatz gut geeignet sind und dieser hier ist für mich die Nummer 1 auf dieser Liste. Auch geschmacklich, wie der Name schon verrät, erinnert er ein bisschen an Huhn, also hat wirklich einen sehr nahrhaften und sättigenden, ja, Geschmack, muss man auch sagen. Und zum Wuchs, es ist ja auch ein Pilz mit einer spannenden Geschichte. Ihr seht schon, wir sind hier am Fuß von einer Eiche und an einer Wunde mehr oder weniger. Und da der Schwefelporling ein Parasit ist, befällt er diese verwundeten Stellen und schädigt dann den Baum mehr oder weniger. Also diese Eiche hier wird bei lebendigem Leib verspeist. Der Pilz, wie man sieht, wird auch bei lebendigem Fleisch verspeist, da sind schon ein paar Schnecken zugange. Aber zurück zur Lebensweise, er ist ein gefürchteter Parasit auch im Obstbau. Wir haben ihn auch schon an einer alten Kirsche entdeckt, aber auch schon an Stämmen, die er wirklich dann komplett verzehrt. Also der kommt manchmal in gigantischer Fruchtkörperanzahl hervor und führt dann mehr oder weniger zum Tod von dem Baum, verspeist ihn auch noch in seiner zweiten Lebensweise als Saprobiont dann danach. Auch noch ein bisschen zu beachten ist, auf welchem Baum er wächst. Er hat ein relativ breites Wirtsspektrum an verschiedenen Laubbäumen. Es gibt sogar eine ganz, ganz seltene Form, die an Nadelholz wächst von ihm. Die habe ich leider noch nie gefunden. Aber man muss aufpassen, da er das Holz verspeist, auf dem er wächst. Wenn er auf giftigen Bäumen, wie zum Beispiel der Eibe, wächst, dann ist er ungenießbar. Also immer im Hinterkopf haben, welchen Baum der da gerade bewächst. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein und schauen, dass er eher jung ist. Der ist noch frisch. Wir schauen ihn uns dann auch noch im Detail an. Und zur Zubereitung, das ist ja heute auch ein Thema. Da muss man beachten, dass er roh unverträglich ist. Das ist wichtig. Man kann ihn, es wird durchaus empfohlen für Leute, die ein bisschen sensibler sind, dass man ihn vorher kocht, so ungefähr 10 Minuten und dann paniert. So habe ich das gemacht. Eigentlich der einzige Pilz, den ich gerne paniere, weil der erinnert wirklich an ein Schnitzel, muss man sagen. Ja, wir widmen uns jetzt den Top 3 und schauen, was uns da noch Spannendes erwartet. Nach dem eher unbekannteren Schwefelporling, der auf Platz 4 gelandet ist, kommen wir jetzt zu einem der altbewährten, wenn nicht überhaupt dem Klassiker aus dem Pilzreich. Bei mir auf Platz 3 der besten Sommerpilze sind
oder besser gesagt nur auf Platz 3 sind bei mir die Steinpilze. Wir sind da auch auf einem typischen Platz, wo ich Anfang Juni immer fündig geworden bin. Es ist ein lichter Buchenwald mit einzelnen Kiefern eingestreut. Das heißt, auch Kiefernsteinpilze wachsen da, der sehr, sehr sonnenbegünstigt ist. Auch diese schöne Struktur, die man hier sieht, viel Totholz, dann so kleine Inseln, wo sich das Laub ansammelt, das sind die Idealstellen, wo die Steinpilze im Sommer zu wachsen beginnen. Oberflächlich, man hört es schon, scheint es ein bisschen trocken, aber das täuscht, das ist halt ein sehr sonnen- und windexponierter Platz. Da trocknet die Oberfläche schnell aus, unten ist aber viel Feuchtigkeit und in den nächsten Wochen werden dann da die Steinpilze aus dem Boden sprießen. Zur Vielfalt der Steinpilze gehört ja zu den Röhrlingen, mit denen wir uns im letzten Video schon intensiv beschäftigt haben. Ich gehe jetzt nicht nochmal alle Arten durch, aber ihr Speisewert ist ja sehr, sehr ähnlich und sie sind für viele die beliebtesten Pilze überhaupt. Bei mir nur auf Platz 3, weil ich die klassische Zubereitungsart, das Panieren, einfach nicht so mag. Wie gesagt, beim Schwefelporling zahlt sich das wirklich aus, aber beim Steinpilz schmeckt das dann einfach nur ein bisschen nach Fett und nach Panier, hat seine Berechtigung, aber ich mag dann doch geschmacksintensivere Pilze, wie wir sie auf Platz 1 und Platz 2 haben. Ja, was gibt es zu den Steinpilzen noch zu sagen? Sie stehen jetzt wie gesagt in den Startlöchern und bald geht es dann hoffentlich auch mit den ersten Funden los. Die Platz 1 und Platz 2 haben wir dieses Jahr schon gefunden, also da könnt ihr euch dann auch schon bald auf die Suche machen. Ja, auch an dieser, einer meiner Lieblingsstellen mit diesem tollen Moos, wo gerne die ersten Exemplare rauswachsen, haben wir noch nichts gefunden. Heuer ist ja alles ein bisschen später. Schauen wir aber noch zu den Verwechslungspartnern bei den Röhrlingen. Die sind ja in diesem Video auch immer ein Thema. Und der Schwefelporling hat ja keine diese einzigartige Farbe und dieses Aussehen, sucht seinesgleichen. Bei den Röhrlingen ist man auch eigentlich auf der sicheren Seite. Also es gibt schon leicht giftige Arten und dann als giftigsten den Satanspilz, der ist aber auch später und an seiner grauen Hutfarbe gut von den anderen Röhrlingen zu unterscheiden. Wir haben bei den blauenden Röhrlingen, den maronen Röhrling und den Hexenröhrling, die wirklich gute Speisepilze sind. Aber nochmal, um auf die gefährlicheren Röhrlinge zurückzukommen, da haben wir den Bitterröhrling, der ist gelb, also unseren normalen Steinpilzen überhaupt nicht ähnlich. Und dann noch am ehesten zu verwechseln ist vielleicht der Schönfußröhrling. Der ähnelt dem netzstieligen Hexenröhrling doch etwas, hat aber auch eine grauere Hutoberfläche im Vergleich zum wirklich wunderbar braunen, flockenstieligen Hexenröhrling. Und ganz interessant, da muss man immer alle Details beachten, der Schönfußröhrling, den wir nicht verzehren wollen, der hat an der Hutunterseite gelbe Röhren. Alle anderen haben weiße oder grüne Röhren, wenn sie jung sind. Der netzstielige oder der Hexenröhrling hat aber rote, so wie der Satanspilz. Also immer da auf alle Details achten. Wenn ein Detail nicht passt, dann ist es auch nicht der Pilz, den ihr da vor euch habt. Aber da kann man bei den Röhrlingen eigentlich wirklich nicht viel falsch machen. Nach Platz 3, also unsere Bronzemedaille, verlassen wir jetzt wieder diesen schönen Wald und beschäftigen uns mit dem Vizemeister unter den besten Sommerpilzen. Dafür müssen wir jetzt aber auf die Wiese. Platz Nummer 2 auf unserer Liste
ist für mich der Schopftintling. Und der versteckt sich ganz besonders gerne an Wegrändern, ob von solchen Wegen wie hier oder von Forststraßen, auf Wäldern und Wiesen. Da wächst er besonders gerne aus diesem harten Substrat heraus und bevorzugt dort eher nährstoffreiche Stellen. Wie man die erkennt, schauen wir uns gleich noch an, weil wir gehen da noch ein bisschen an seinen typischen Fundstellen herum. Zum Zeitpunkt, das ist wirklich ein sehr, sehr früher Pilz. Wir haben dieses Jahr schon eigentlich Ende April, Anfang Mai in den Donauauen schon die ersten Exemplare entdeckt. Sie wachsen dann in den Sommer rein, bei uns aber dann auch nochmal richtig üppig im Herbst. Und kommen wir noch zu den Verwechslungspartnern. Die Tintlingsfamilie ist ja auch relativ groß, aber der Schopftintling, der sticht nicht nur geschmacklich hervor, der ist auch von der Größe seinen Artgenossen deutlich überlegen. Er hat diese ja hotdogartige Hutform, auch weiß geschuppt, das haben die anderen Schopftintlinge nicht. Wir haben zum Beispiel den Faltentintling schon gefunden letztes Jahr und auch noch eine kleinere, deutlich kleinere Tintlinge, die aber nicht für Speisezwecke herangezogen werden. Aber der Schopftintling, dem wird ein nussartiger Geschmack nachgesagt, hat eine ganz feine auch Konsistenz, eignet sich super für Soßen, für ja zum Panieren nicht, das ist eher ein Soßenpilz, aber hat wirklich einen sehr, sehr intensiven Geschmack und ist, wenn man seine Merkmale, also diese Hutform, die Größe auch, muss man sagen, dann kann man ihn wirklich gut identifizieren. Wir schauen jetzt noch ein bisschen da die Wiese entlang, weil da gibt es besondere Stellen, wo sie gerne wachsen. Kommen wir nun zu den Fundorten und wo wachsen sie besonders gerne. Also wie schon kurz erwähnt, sie mögen wirklich diese harten Böden und kommen gerne an Forststraßen, auf Wiesen oder im Wald einfach wirklich direkt am Wegrand hervor. Sie bevorzugen dort aber eher nährstoffreiche Stellen. Und wie erkennt man die jetzt? Ein Beispiel, wo ich sie oft gefunden habe, sind alte Holzlagerstätten. Da werden jedes Jahr im Winter Mengen von Bäumen geschlägert und da kommt natürlich doch einiges an Feinmaterial, bleibt dann an diesen Stellen über. Man findet die dann im Frühjahr und dort ist einfach ein gewisser Nährstoffvorrat durch diese Reste von Rinde und vom Holz vorhanden. Und der Schopftintling ist ja ein Saprobiont, der zersetzt das umliegende organische Material und kommt dann an diesen alten Holzlagerstätten einfach oft hervor. Ich habe bei mir letzten Herbst auch eine neue entdeckt und ein kleines Vorkommen, wo zwei, drei nur waren, bin ich sehr gespannt, ob da heuer schon mehr sind. Auf der Wiese jetzt, wir sind ja da wirklich in einer malerischen, wunderschönen Landschaft, da sind sie an Stellen, wo alter Mist abgelagert worden ist oder wo Heuballen verrotten dürfen, was hier öfter passiert ist. Und diese Stellen erkennt man daran, dass oft drumherum besonders gerne Brennnesseln wachsen. Die Brennnesseln sind ein Stickstoffanzeiger und der Schopftintling, wie gesagt, mag stickstoffreiche Böden und wächst dann dort besonders gerne. Also schaut euch mal solche Stellen an. Wir fliegen auch noch mal mit der Drohne drüber, weil darum herum habe ich wirklich schon riesige Vorkommen von dem Schopftintling gefunden. Da steht auch einem Genuss nichts im Weg. Was ein bisschen und oft kritisch nachgefragt wird bei den Tintlingen, kann man sie mit Alkohol verzehren? Den Schopftintling, der für mich aus der Tintlingsfamilie eigentlich der einzige Speisepilz ist, die anderen empfehle ich eher nicht, den kann man ohne Probleme mit Alkohol genießen. Die anderen Pilze enthalten auch Coprin, allerdings deutlich mehr und das erzeugt in Verbindung mit Alkohol das sogenannte Coprinus-Syndrom. Da kriegt man dann Bluthochdruck, läuft rot an, Schweißausbrüche, also es ist nicht angenehm, es ist nicht tödlich. Aber man muss es ja nicht unbedingt sich vergiften. Also bleibt es einfach beim Schopftintling, den kann man gut erkennen und einem Genuss steht dann nichts mehr im Weg. Wir genießen jetzt hier noch ein bisschen die Landschaft. Die Champignons teilen sich durchaus ähnliche Standorte, gerade in so schönen Wiesen, sind aber wieder ein eigenes Kapitel, weil die nicht zu den einfach erkennbaren Pilzen gehören. Zu den guten Speisepilzen schon, aber bei den Champignons gibt es sehr viele verschiedene, aber das widmen wir uns dann in einem anderen Video. Wir kommen jetzt zu Platz 1 und sehen uns im Wald wieder. Nach dieser schönen Liste kommen wir jetzt aber zum strahlenden Sieger und das im wahrsten Sinne des Wortes. Auf Platz 1 der besten Speisepilzen, diesen
dieser Jahreszeit sind für mich mit Abstand die Eierschwammerl oder Pfifferlinge und das gleich aus einer ganzen Reihe von Gründen. Sie sind ihren Vorangängern, finde ich, aus fast jeder Sicht überlegen. Wo fangen wir vielleicht an? Sie sind wirklich einfach zu finden. Aufgrund ihrer Farbe sind sie einfach schon von Weitem sehr, sehr gut zu erkennen. Die Eierschwammerl haben ja auch einige Verwandten, die wirklich auch super Speisepilze sind. Wir haben da auch eine bunte farbliche Variation bei den Leislingen. Und zwar haben wir zum Beispiel das violette Eierschwammerl, den violetten Pfifferling, eine wunderschöne Art, die wir vielleicht dieses Jahr auch mal wieder vor die Linse bekommen. Dann gibt es den blassen Pfifferling, der wirklich weiß ist von oben, aber auch sehr, sehr gut ist, weil er einfach ein dickes Fleisch noch hat. Wir haben im Laubwald, wo es jetzt losgeht, wir haben schon die ersten winzigen Pfifferlinge entdeckt, die da vor mir wachsen. Vielleicht da noch wichtig zu erwähnen, dass sie auch immer seltener werden, gerade in den wärmeren Zonen, dass dort weniger Niederschlag gibt und sie einfach grundsätzlich sehr viel Wasser zum Wachstum brauchen. Da wirklich nur die bisschen größeren Exemplare nehmen, diese ganz winzigen, lasst sie bitte stehen. Solange man die Leisten nicht sieht, dann sind sie auch noch nicht pflückreif, mehr oder weniger. Sie sind, wenn sie so klein sind, einfach noch schonenswert. Bitte da stehen lassen. Und wenn sie Alterserscheinungen zeigen, dann auch schon im Wald lassen. Das sind dann so braunen, dunkelorange Stellen am Rand, da sind die Eierschwammerl schon alt. Da kommen wir jetzt noch zu einem großen Vorteil, den sie im Vergleich zu allen anderen vorher erwähnten Pilzen haben. Sie haben eine sehr, sehr lange Haltbarkeit. Mehrere Wochen wachsen sie am selben Platz, bis sie wirklich groß sind. Und das heißt, wenn man dann diese Alterserscheinungen sieht, sind sie auch wirklich schon alt. Auch im Handel sind sie eher alt. Sie werden bis zu 4 Wochen gelagert. Also greift es da wirklich auf die frischen Exemplare im Wald zurück. Aber bitte schonend pflücken, gerade in Gegenden, wo sie immer seltener werden. Zu den Inhaltsstoffen auch ein ganz positiver Aspekt. Im Vergleich zu den anderen Pilzen gelten die Eierschwammerl auch als Vitalpilz. Sie haben eine Reihe von gesundheitsförderlichen Inhaltsstoffen, die die anderen Pilze nicht haben. Und ganz besonders wichtig, sie haben sehr viel Eisen. Es gibt ja eigentlich relativ wenige Lebensmittel, die einen hohen Eisengehalt haben. Und Eisenmangel ist einfach ein weit verbreitetes Bild. Deshalb kann man da wirklich sich was Gutes tun, wenn man gesunde Eierschwammerl ja, selber sammeln geht. Das waren eigentlich schon die Vorteile. Sie sind natürlich geschmacklich auch in diversesten Gerichten gut platziert, ob in Soßen, wir haben sie in Burger zum Beispiel verarbeitet. Da kann man wirklich sehr, sehr viel Verschiedenes machen oder in Omelettes oder eingelegt. Also sie sind in wirklich in jeder Hinsicht ganz, ganz tolle Speisepilze, die uns auch den Rest des Jahres begleiten werden. Sie enden dann eigentlich erst mit den Trompetenpfifferlingen, die wir sogar noch im Dezember gefunden haben, da schon mit einer leichten Schneedecke. Das ist aber dann Thema von späteren Videos. Wir bedanken uns jetzt und hoffen und sind gespannt, was ihr zu unseren Top 5 sagt. Wir sehen uns dann bald wieder. Es geht ja jetzt los. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.